hallo und herzlich willkommen zurück bei Dead Space. Gab ein bisschen Pause, weil ich unbedingt was vorbereiten wollte, denn ich bin nicht allein. Ich habe den Lord of Bones oder Gwar, falls ihr noch einer kennt, dabei. Den hat man bei Space Engineers ab und zu mal. Und wir haben jetzt ungefähr an die Stelle gespielt, wo wir bei der letzten Folge waren und werden das jetzt halt im Koop zusammen machen. Spielt sich ein bisschen anders. Die Sequenzen sind auch zwischendrin ganz klein wenig anders und man muss Rätsel zusammenlösen auf eine andere Art, als wenn man das alleine macht. Macht ziemlich viel Laune und wir werden jetzt einfach mal direkt reinspringen, würde ich sagen. So, Aufnahme läuft. Wir können weitermachen. Wo steckt sie denn? Ach, super. Lass mal gucken hier mit dem Fahrstuhl. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon noch gemacht hatte, diese Stelle, oder nicht. Oh, das hört sich schon super an. Da krabbelt irgendwas. Das ist super, ich habe nur diesen Umriss gesehen, ne? Ich sehe sonst gar nichts. Es ist so kacke schwarz hier. Ich hab meine Helligkeit etwas hochgestellt. Warum sieht man hier nichts? Das kann nicht richtig sein. Irgendwas ist hier nicht in Ordnung, oder? Bei dir. Ja, weil ich sehe halt gar nichts. Also bei mir ist es komplett schwarz. Also, nee, ich habe einen Grafikbug gerade. Oh, okay. Lass mal kurz wieder hochfahren. Weil bei mir ist es so, als würden wir jetzt unter dem... Ja, ich konnte praktisch durch die Decke durchgucken gerade. Okay. Probier du mal. Ja, sonst versuche ich mal. Ah, jetzt hat er es geladen, okay. Jetzt habe ich den gleichen Bug. Echt jetzt? Oh nein, ja, aber... Ich glaube, wenn du... Komm doch mal rein. Ich glaube, wenn du zu nahe da stehst... Ja. Sollen wir mal schnell zurück dann? Also ich sehe was. Ah. Ja! Ja, weil es war dieses Dunkel, ne? Das ist so krass gewesen. Ja. Oh nee, ey. Ne, hier war ich noch nicht. Da könnte ich mich dran erinnern. Oh, ich habe schon was gehört. Ah. Verdammt, der Scheiß. Das fallen lassen? Ja. Ah, da, hier wird's schon. Ätzende Viecher, ja. Er ist noch nicht tot. Hat sich bewegt. Ja, schon wieder. Er bewegt sich. Boah, doch, ich glaube. Ja. Oder war ich hier? War ich. Ach, keine Ahnung. Ist das schon wieder so lange her, dass ich die letzte Folge gemacht habe? Na, ich hatte dann irgendwie keinen Bock. Ich dachte dann so gedacht: Wow, wow, wow! Sie einfach alles draufkotzen, was sie haben. Ja. Ja gut, zum Glück hat man ja hier genug Munition. Ja, also zu zweit auf jeden Fall, ne? Also das finde ich echt ganz gut. Das macht's. Ja, das man muss aber wirklich sagen, dadurch ist es irgendwie schon ein bisschen anders, ne? Als die beiden letzten Teilen, wenn ich überlege, gerade beim zweiten, wie oft ich Munitionsmangel hatte. Ja, beim zweiten Teil war das heftig. Boah, das war gerade so zum Ende hin, das war so kacke. Oh, da ist wieder einer. Ach, was? Hier irgendwelche kleinen Krabbelfieder. Was ist das denn? Hab sie! Mal kurz. Hat ich jetzt irgendwas eingesammelt? Jetzt habe ich aus Versehen reingeklickt hier. Ja, ne, ich gehe jetzt nicht in den Automaten. Das war jetzt nicht. Wir waren da erst dran. So. Was? Wie oben? Ja, Mann? Nee. Ich habe eigentlich nichts Neues. Geil. Okay. Ich glaube, der steht nochmal auf. Oh, guck mal. Jetzt nicht mehr. Da sind auch noch welche. Ich denke, die erstmal. Zu riskant. Hm.
Okay. Pew. Geh mal ran. Na? So. Jetzt. Ah, sicher. Gefällt mir das, dass da drüben diese Platten jetzt gerade weggeschleudert wurden? Nein. Weißt du, wenn hier schon Munition liegt, ne? Warte, dann lade ich mal nach. Elektrische Aufladung. Hier liegt was. Guck mal hier. So, habe ich bereits aufgenommen. Ich habe den Schlüsselungscode für eine Tür. Was können wir damit machen hier mit dem Teil? Stehen Zahlen? Ich weiß nicht so genau. Musst du gedrückt halten. Und dann? Warte. Ah, das ist zum Band. Kannst du irgendwas anderes anklicken in der Zeit? Irgendwas hier machen? Nee. Wird das Band laufen lassen. Wo hier sonst? Nein, an ganzen Geräten nicht. Dann gehen wir mal zurück ins Büro, würde ich sagen. Boah. Oh oh. Ich höre etwas. Oh nein, die sind da reingekrabbelt, die Leichen. Okay, na, da wachsen dort? Dann diese spitzen Ärmchen raus auf einmal. Okay. Oh, das ist ja mies, obwohl wir die Leichen zerstückelt haben, ne? Ja. Oh, fiese Viecher. Die gab's auf jeden Fall vorher noch nicht. Oh. Die kleinen Tiere, doch, die gab's bei zwei schon. Ich glaube, ich habe was rausgezogen, was ich nicht hätte rausziehen sollen. Kann da niemand machen. Oh. Hast du? Die Nachricht ist relevant bei jemandem namens Serrano an der Planetenoberfläche. Haben die einen Weg gefunden, zu deaktivieren? Ja, der Entschlüsselungscode ist im Büro von einer Laura Engstrom. War, glaube ich, schon vorher im Totenabbruch. Ja, ich hab sie. Ich schick's ihnen auf ihren Ortungssender. Hm, super. Na komm schon, geh auf hier. Nee. Warte, ich das wirklich? Also ich will das nicht, aber... Scheiße. Wir müssen hier? Nee, oder? Na, jetzt geht's. Warum auch immer hat der Fahrstuhl anscheinend eine Weile gebraucht. So. Oh ja, das wird ganz schön so toll jetzt. Bye. Bye bye. Wow. Fuck. Überall. Na, hier können wir, glaube ich, lang. Vorsicht.
wir haben noch immer keinen Wolfram, ne? Also ich hab nichts gefunden. Hm. Vielleicht ist da jetzt gleich in diesem Büro was drin. Ach, schon wieder. Ja, etwas ist da. Schöne Ressourcen, ne? Ha! Vielleicht verdient. So, dann können wir hier vorne den Code eingeben. Sicher. Mal reingucken, ne? Wolfram, 22 Stück. Das ist doch genau das, was wir brauchen. So, mal gucken, hey, was erzählen. Ich schicke Ihnen jetzt den Entschlüsselungscode. Hab ihn! Ja! Warten Sie, ich bearbeite die Nachricht damit. Mal gucken, was die Nachricht ist. Versteckt Rosetta. Wer ist Rosetta? Sie haben wohl versucht, sie vor dem Verstreckungsbefehl zu verstecken. Ihre Forschung könnte der Schlüssel zu allem hier sein. Aber warum ein Säuberungsbefehl, wenn dabei ein solch wichtiges Geheimnis zerstört wird? Vielleicht Panik? Oder sie wussten etwas, das wir nicht wissen? Isaac, danke fürs Nachsehen. Das könnte uns noch nützlich sein. Gut, ich gehe jetzt zurück. Wir haben noch einen weiten Weg vor uns. Also ich stell mal die kurz diese Komponente her, was wir hier brauchen. So, ja. Mal die andere Tür auf, ne? Ja, würde ich sagen. Dann hinein! Auf ins Verderben! Upgrade-Modul. Ah, ich hab nicht genug Platz, oder? Jetzt. Ah, sehr schön. Oder hat's? Behälter. Hm. Guck mal, was die Platine kann. Hm, was haben wir denn jetzt? Ich habe noch irgendwas anderes. Irgendwas mit Elektro war eben hier, aber. Ja, Telemetrie, Feuerrate irgendwas. Und Schaden. Okay. Telemetrie-Spike. Oh. Ich könnte die Schrotflinte herstellen. Ich nehm's Wunder, was das für eine Waffe ist da. Oh. Ah. Cool. Kann ich das hier auch machen? Okay, dann finde ich das sogar noch besser. Da.
Ja, Wolfram wird später anscheinend echt noch wichtig, ne? Ja, so wie es ausschaut. Ich sehe die besseren Sachen, auch dass du hier mehr Erweiterungsplatinen hinbauen kannst. Da brauchst du auch immer Wolfram für. Ja. So, Telemetriebolzen. Dann probieren wir den nochmal aus, was der Telemetriebolzen so kann hier. Siehst du so ein Bolzen, den du werfen schießen kannst. Bin mal gespannt. Macht auf jeden Fall ordentlich Schaden, zumindest was da angezeigt wurde. Ja, hat 5 Schuss. Und ich habe jetzt was mit 25 Schuss gebastelt. Oh, was geht? Ich lasse es jetzt so. Ja, 2 Stück kannst du nur an einen schweren Rahmen basteln. Wobei, warte mal, doch, ich versuche das mal mit einem schweren Rahmen. Da kannst du 2 Waffen auf. Gut, das kannst du bei dem leichten auch. Aber. Ha! Voll das verrückte Teil hier. Okay. Na, ich schätze auch. Also mein. Neues Lieblingsspielzeug. Weiß nicht, ob mir das so gefällt, ehrlich gesagt. Ich ein neues Spielzeug habe? Nee. Die Waffe, die ich jetzt habe. So, Probierst du aus? Ja, gerade so ein bisschen rumtesten. So. Geht so. Also damage-mäßig her ist sie einfach top. Ja, Rhythmus. Ich sehe das Problem, dass sie halt zu langsam schießt, die Waffe, die ich jetzt habe. Ja, wobei, wenn der Schaden hoch genug ist. Ich hab die schon. Ich könnte die Waffe. Ja, oder ich teile es auf.